vorsichtig runtertasten. Ja, der hat doch jetzt gar kein Leben. Und warum kreischt er denn wieder so? Sieht aus. Und es hat auch schon Wirkung gezeigt. Die Eisläufer hat ohne den Leuchtturm wird die Eisläufer wohl die westliche Untiefe weit umfahren haben und an der Ostküste auf Grund gelaufen sein. Meine Schwester Deja ist mit unseren Schwarzbluträubern am Wrack. Sie erwartet euch. Ihr solltet mit. Mensch, ist das schön, ein Schiff auszurauben. Hey, da kann ich was sammeln. Oh, ziemlich trist das Wasser. Vermutlich ziemlich kalt in Skyrim. Oh, Nilwurz, den kennen wir auch noch. Aber Nilwurz ist hier keine super seltene Zutat mehr, sondern Nilwurz ist hier jetzt mittlerweile was ganz Normales geworden. Eigentlich auch irgendwie schade. Aber das mit Nilwurz fand ich immer cool. Oh, warte mal, hier ein Fisch. Die kann man nämlich fangen, die Fische. Mit Insekten geht, kann man das auch machen. Tatsache. Hier gibt's also auch noch. Na gut, da ich im Wasser nicht zaubern kann, bin ich hier relativ schutzlos. Das sollte raus. Oh, das war ein Schiff der Kaiserlichen. Interessant. Tod! Ihr könnt das nicht mit mir aufnehmen. Wie, da abgehen wegen ein paar Fischen. Ganz harte Kerlchen. Das scheint ziemlich blutig gewesen zu sein. Guten Morgen. Was braucht ihr? Die Ruhen sind natürlich alle leer. Ich hoffe, das vermisst niemand. There we go. Das sind ganz schön viele Schwarzfuchs-Marodeure. Mein Bruder hat mir gesagt, dass ihr kommt. Leider ist die Beute schon weg. Aber ihr wart den Schwarzblütern eine große Hilfe. Ihr habt euch einen schnellen Tod verdient. Ihr seid so gut wie tot. Oh. Oh. So, sie ist schon mal tot. Wir kriegen irgendeine Notiz. Unverbessene Zerstörung, sehr erfreulich. Na gut, dann müssen wir uns anscheinend jetzt wirklich wieder an allen vorbeikämpfen. Ja gut, war halt irgendwie zu erwarten. Das wäre ja sonst auch viel zu einfach, wenn man nur hingehen müsste und dann kriegt man halt alles, ne?
Die scheinen nicht wirklich schwierig zu sein. Was war das? Ich wusste. Sie sehen echt böse aus mit dieser Kappe, mit dieser komischen Robe, Kapuze. Das sieht nicht schlecht aus, sagen wir es mal so. Okay, schade, ich dachte, ich hätte ein Buch gesehen. Hey, und wir sind fast Level 5. Ach, da hinten sind die. Zweiter Magier oder nicht? Gibt's hier nicht mehr? Egal, anyway. Da ist anscheinend eine Höhle angezeigt worden, auch da oben, okay, perfekt. Dann gehen wir da mal hin und holen uns unsere Beute. Und hoffentlich können wir den anderen auch noch abschlachten dabei, das ist ja ziemlich hinterhältig gewesen. Aber Nibbles! Her damit, ich mag Nibbles. Das ist ja dann doch ein gewisser Sammeltrieb seit Oblivion. Was haben wir denn hier? Gibt's noch was zu finden hier? Ich komme doch nicht an Land, willst du mich verarschen? Ach so. Die Salzwasserworte. Aber wir wollen zu einer Antwort. Gott, ist ja abgelegen, ey. Ich war noch nie so weit abgelegen in Skyrim. Oh, die halten gut aus. Aber wie ihr seht, zum Glück haben wir relativ gut Mana. Deswegen habe ich halt auch echt den Hochelfen gewählt, weil der mehr Mana hat. Mana und auch die Mana-Rack vor allem. Das ist ja das Wichtigste. Wir können die Mana-Rack zum Beispiel so hoch treiben, dass wir, während wir diesen Zauber nutzen, kein Mana verschwenden. Mana kosten dann 8 pro Sekunde. Sondern die Mana-Rack hochtreiben. Ich weiß nicht, wie hoch meine Mana-Rack momentan ist, leider. Das wird leider, glaube ich, nicht angezeigt. Das Fackelfass? Nein, schade. Ich dachte, es würde wieder auftauchen, das legendäre Fackelfass aus Oblivion. Ah, es ist unser Quest, sie den Typen zu töten. Wie war das denn damals, als wir noch zur Küste der Maus waren? Was war das? Dietrich ist ziemlich geil. Die haben gut Dietrich dabei, das gefällt mir. Genug! Was auch noch cool ist, dass man hier echt einfach nur kurz draufhalten muss bei denen mit dem Feuerzauber. Das gefällt mir sehr gut.
denn hier oben? Okay, da ist eine Brücke. Ist da jemand? Das sieht schon ziemlich cool aus, wenn hier das Feuer aus den Händen stößt und auch alles ziemlich viel gerät hier auch in Brand, was ich auch sehr, sehr gut gemacht finde. Also da hat Bethesda sich schon was bei gedacht. Auf den Weg noch was verpasst. Eine Truhe. Mensch, da hätte ich ja fast meine Rolle der Harmonie vergessen. Aber eine coole Grotte, muss ich sagen. Also, das ist auch etwas, was ich bei Skyrim ganz toll finde. Kein Dungeon gleich dem anderen. Also hier, dass hier das mit Schiffen befahrbar ist und so, das ist, kenne ich von keinem anderen Dungeon. Also da muss ich wirklich ganz großes Lob an Bethesda aussprechen, das ist echt toll. Was war das? Lassen wir die Spielchen. Das war ein ganz großes Problem gerade, dass das Mana alle war. Was es hier drin noch so gibt. Bloßer Granatstein, nicht schlecht. Ja, wir haben ja auch noch ein Level up. Ich glaube Gesundheit war dran, ne? Aber halt nicht mehr. Das klingt sehr gut. Das nehmen wir. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir am Ende permanent mit einem Hals in der anderen Hand rumrennen. Weil, naja, der Magier hat dann doch nicht das beste Leben, nenne ich es mal. Was haben wir da oben noch? Geld, okay, Geld ist immer gut. So, kommen wir zu den minder bemittelten Bogenschützen. Lassen wir die Spielchen. Was war das? Das war gar nichts! Sieg oder Sovngarde! Ist da jemand? Es fehlt nur noch... Ah.
Das ist alles? Das kann doch nicht alles sein. Ich will mehr Loot haben. Die paar Goldstücke, das ist es doch nicht wert gewesen. Gold. Hier ist noch eine Schmiede, okay. Ein weiteres Schmiede. Na gut. Dann scheint es das gewesen zu sein für die Höhle. Schade eigentlich. Ich hätte gedacht, da ist vielleicht mehr drin. Aber gut. Haben wir zumindest mal einen Quest gemacht. Haben wir einen Verbrecher in Einsamkeit ausgeschaltet nächstes Mal. Und von daher können wir jetzt beruhigt aus dem Dungeon gehen. Also werde ich auch draußen den Part beenden. Wir haben, naja, bis zu den einen Stein, da muss ich echt nochmal gucken, wie wir da dran kommen. Haben wir alles soweit gemacht. Aber ich will natürlich auch noch, ne, den Valencia-Stein da haben, weil ich will nicht warten, bis ich das auch noch, aber ich würde gerne diesen Perk ab Anfang an haben. Anyway. Schauen wir mal, was sich machen lässt. Ich hoffe soweit, es hat euch gefallen. Mir hat es wieder Spaß gemacht. Ich hoffe auch, dass es mit den runtergesetzten Grafiken, also es scheint sehr gut zu klappen. Ich hoffe, ihr seid damit noch zufrieden. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare und ich würde einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.